So, guten Morgen und ja, ja, das ist eben gerade doof gelaufen, aber ich habe auch total vergessen. Stimmt, bei den Dingens, mysteriösen Ort sind ja natürlich nur zwei Sterneviecher. Ey, das war ja gerade übel brutal. Ja, da muss ich dann wieder mit dem Troll dann arbeiten, wa? Habe ich ja gar keine andere Wahl. Und, ja, ich baller mir hier alles rein. Oh nein, jetzt habe ich den genommen, nicht den. Egal. So, und außerdem... Ah ja, die Knochen, die habe ich ganz vergessen. Das mache ich später. Ich würde sagen, wir nehmen uns mal die Embla-Rüstung. Ach ja, die habe ich ja gar nicht mehr. Die Dingensrüstung hier. Nehme ich die oder nehme ich die aus der Truhe? Die ist auf Stufe 3. Die hier hat alles auf Stufe 4. Ne? Ja. Der Umhang ist hier auf Stufe 3 und der auch. Ja, komm. Was soll's? Ziehen wir uns die Klamotte an. Nehmen uns Frost mit. Ich glaube, das reicht. Und Schild. So. Und dann versuche ich mal irgendwie uns dort freizukämpfen. Und Gott sei Dank habe ich ein Safe-Portal gemacht, ne? Hab's doch schon wieder kommen sehen. Aber ich muss allerdings erstmal unseren Stuff wiederholen. Aber das kriegen wir schon hin, glaube ich. Ich mache den hier mal auf die 4. Weil ich da reflexartig immer drauf drücke. Und hindurch. So. Let's go. Oh nein, es regnet. Da warten wir mal, bis der Regen hier aufgehört hat. Oh nein, das heißt also, es wird übelst rauchig alles sein, ne? Naja, gut. Was soll's. Komm. Wir gehen hier lang und wieder hier rüber. Dann bahnen wir uns mal den Weg. Ich glaube ja aber, hier hatten wir großzügig alle Feinde schon entfernt. Soweit es ging. Oh, hier nicht lang. Lieber hier lang. So. Und dann, da ist ein Krieger. Den outrunne ich mal. Hätte ich mir Tränke mitnehmen sollen? Ach, passt schon. Hoffe ich. So. Chop. Da sind wieder Feinde. Oh, ich laufe auch falsch. Da muss ich lang. Bevor ich gleich wieder zu der Riesenfläche komme... Sollte ich mich dieser Feinde erstmal entledigen. Wobei hier der Steineschmeißer... Ach, wohl komm, die mache ich jetzt eben platt, oder? Die werde ich ja sonst nicht los. Schön stehen geblieben. So. So. Und der Krieger ist abgehauen. Dann bleib auch weg. Sehr gut. Dann hier hoch und hier dran vorbei. Ich habe hier irgendwo einen Lava-Blob gesehen. Wo ist er hin? Da ist er. Er hat uns nicht gesehen, glaube ich. Das heißt, ich laufe mal. Er hat uns gesehen. Dann gehe ich mal hier kurz in Deckung und kümmere mich um ihn. Da ist er doch. Und da ist noch ein Lava-Blob. So. Oh, du... Auch nochmal. Energieschild. Schnell, 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 schnell. So. Ja, hier die Sachen nehme ich vielleicht noch mit. Brauchst du natürlich nicht. Achso, ich dachte, der sprengt sich. Na gut. Und tschüss. Oh, come on. So. Da ist noch Pulver. Das nehme ich auch noch mit. Und du stirbst. Ja, stimmt, da ist der Spawner. Ich sollte abhauen. Da nicht lang, hier lang. Hier ist Lava, bloß aufpassen. Ich gehe mal hin in die Ruinen, in der Hoffnung, hier mehr Deckung zu haben und so. Und vielleicht lassen die anderen auch von mir ab. Oh, da sehe ich schon unsere Leiche. Wie gehen wir vor? Ja, da muss ich mich um den hier kümmern. Natürlich. Gut. Tschüss. Warum laggt es so? Weil... Irgendwie... Hä? Jetzt geht's wieder. Keine Ahnung, was das war. So, du kriegst auch eine Salve ab. Daneben. Dann Mana aufladen. Das ist natürlich lästig, wenn wir jetzt nur ein Magiefood haben, ne?
Aber gut. Hey, ich bin doch ausgewichen. Dreist. So. Energieschild. Zack. So. Hm, wie komme ich jetzt safe an unsere Sachen ran? Ich sollte erstmal hier die ganzen Feinde killen, ne? Einen nach dem anderen. Diese Askwins, die hier auch rumrennen und so. Die machen mich sonst sowas von platt. Da, warum leckt es so ab? Weil es so viele Feinde sind? Kann das sein? Hä? Komm mal wieder klar, PC. Was soll das? Das nervt gerade übel. Ja, den Stein kannst du gerne umruppen. Ich gehe mal hier um den Stein rum. Reise nach Jerusalem. Hey, ganz ruhig, Askwin. Der Stein kann auch nichts dafür. So. Der andere Askwin soll bitte erstmal wegbleiben. So. Übers Ziel hinausgeschossen. Sehr gut. Jetzt kann der andere Askwin kommen. Habe ich alles? Ja. Oh, es sind zwei. Dann habe ich nichts gesagt. Dann verzieht euch bitte. Gegen die habe ich, glaube ich, keine Chance gleichzeitig. Oh, oh, er hat mich gesehen. Der andere aber nicht. Ich gehe mal hier hin. So. Oh, der hat einen Stern. So. Hä, hey, das Gelegge nervt gerade voll. Bin ich ehrlich. Keine Ahnung, was das gerade soll. Halt, mein Mana. Das muss permanent sich aufladen, sonst ist es ein Waste. Da, was ist da? Das nervt voll, weil hier ein Chunkwechsel ist. Immer wenn ich hier rüber gehe, fängt an. So, auf Wiedersehen. Ja, mit deinem Loot. Und den anderen Askwin da hinten auch nochmal. Da locke ich den hierher. Und obwohl dieser Stein da oben... Ja, stimmt. Ich kann auch einfach immer im Kreis gehen um ihn selber herum. Ach, der ist ja fast down. Gut. Das war einer, der eben gerade mitgekämpft hatte, ne? Der wurde schon ein bisschen verprügelt. Von unseren Ranken, glaube ich. Und das Problem ist... Da sind die ganzen zwei Sterneviechers. Die sind jetzt wahrscheinlich von da wieder nach da gegangen. Ich näher mich mal vorsichtig. Aikte haben wir leider gerade nicht aktiv. Bitte seht mich nicht. Ich gehe hier extra schön am Lavasee entlang. Und zack. Unsere Sachen, unsere Stäbe, unsere Tränke, unser Food. Dann das Portal. Die Workbench haben sie natürlich zerstört. Aber das habe ich mir schon fast gedacht. Ich schmeiß mal hier Grausten weg und nehme das Holz auf. Und dann hau ich ab, ne? Und baue mir irgendwo... Ich hau ab. Da sehe ich schon wieder irgendwelche Viechers. Ich baue mir meine Base. Ja, hier ist nirgendwo ein schöner Ort dafür. Da in diese Hütte da rein. Besser als nichts, wa? Ja, komm. Ich baue sie hier hin. Nee, nicht auf 5. Das muss ich gleich machen. Erstmal Herstellung. Den hier. So, verschiedenes. Portal so. Wobei das jetzt natürlich nicht sicher ist, ne? Da kann jetzt jeder Hans und Franz herkommen und das einfach niederreißen. So. Hä? Nein, so noch nicht. Warum ist das nicht möglich? Weil hier die Pflanzen sind? Komm schon. Lass mich das hier hinbauen. So nicht wahr. So geht's. Gut. Dann connecte mal. Wir gehen rein und schmeißen schon mal Stuff weg, würde ich sagen. So. Rüber. Und runtergeworfen. Das. Das ist alles, was wir brauchen. Das hier kann weg. Die kommen wieder so und so und so. Die ganzen Sachen, falls wir wieder sterben, denn da gehe ich davon aus, bei diesen ganzen Feinden, schmeiße ich das mal hier hin. Der kommt auf die 5. Der kommt auf die 2. Der wird hier mit zugeworfen, so wie der hier. Das ist unsere Klamotte, unser Food. So,
So, so und so. Und der kommt hier hin. Dann die Klamotten an. Wir haben es gerade mittags. Perfekt. Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Holen den restlichen Stuff. Und dann würde ich sagen, kümmern wir uns um die Viecher, die da überall rumlaufen mit Trollen, wa? Sehr gut. Nicht sie weg hier, sonst werden sie noch aufmerksam auf das Portal. Und da ist eine Valkyrie. Ach ja, und die da. Schön außer Reichweite bleiben. Vor allem der Spawner da, ne? Der ist mir echt ein Dorn im Auge, muss ich wirklich sagen. Und da die Festung, da freue ich mich auch schon drauf. Oh, Asquins. Hin. Und tschüss. Oh, Energieschild vielleicht. Kommt da auch. Zwei. Hm. Hier habe ich was für euch. So. So. Der ist schon mal down. Und der wird auch nochmal verprügelt. Oh Mann. Habe ich gerade ein bisschen Mitleid mit ihm. Aber auch nur ein bisschen. Nur ein bisschen, keine Angst. So, und du willst es auch wissen, ja? Ich brauche deine Federn. Komm mal schön her. Genau weggeflogen. Gereist. Das wäre ein Volltreffer geworden. Verdammt. Bleib stehen. Sonst kommst du nachher, wenn ich... Jetzt haut er ab. Sie. Haut sie ab. Und hier haben wir die. Dann würde ich sagen, packe ich mal den Trollstab aus, wa? Viel Spaß mit dem. Ich laufe mal weg, damit er nicht auf mich aufmerksam wird. Ist er nicht? Sehr gut. Und dann schmeiße ich gleich noch einen zweiten hin. Die bekämpfen sich ja Gott sei Dank nicht gegenseitig, die beiden Trolle. So. Viel Spaß. Und ich kümmere mich derweil um die Spawner hier drumrum, wa? Ich sollte allerdings außer Reichweite bleiben, damit die ja machen, also kämpfen, ohne dass sie mich beachten. Nochmal so. Treffe ich überhaupt? Das war viel zu kurz. Ich gehe näher ran. Komme ich hier rum oder... Ne, hier ist Lavasee. Ah, hier komme ich rein. Sehr gut. Hier ist auch Straußenfahren und ein Pilz. Aber auch die. Hm. Ich merke schon. Ihr braucht wieder einen Troll, wa? Habt ihr den schon gekillt? Ihr habt beide schon gekillt. Gut. So. Und... Achso, der macht schon. Gut. Der Spawner. Da ist er. Der muss zerstört werden. Auf Wiedersehen. Ah, hier. Er hat Aufmerksamkeit auf mich. Der andere sollte die Aufmerksamkeit verlieren. Sehr gut. Und vor dem laufe ich mal so weg. In der Hoffnung, dass ich ihn abstreife an dem Troll. Tue ich aber nicht, ne? Ja gut, dann macht die platt. Wurzel. So. Oh, jetzt haut er doch ab. Na gut, dann hau ab. Dann kümmere dich um den Troll. Habe ich nichts gegen. Es sei denn, er dreht es gleich um und kommt wieder zu mir. Dann mache ich ihn platt. Kommt er aber nicht. Gut. So, dann nochmal hin und nochmal ein Troll hingeworfen. Weil ich muss den Spawner irgendwie zerstören. Sonst wird das nix. Ich gehe mal schön dicht dran. Und schmeiß das schön da mitten rein. So. Volltreffer. Und da noch einen hin. Bam! Sehr gut. Ist der Spawner zerstört? Ich gehe mal außer Reichweite und guck mal. Ja, ist er. Perfekt. Der da ist auch bald down. Dann mache ich mal einen Feuerball auf ihn. Shit, daneben. Oh. Na gut, ihr braucht noch einen. Hier. Scheiße, mein Life. Oh, 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 oh.
Ich habe nicht darauf geachtet, dass mein Energieschild down ist. So. Alter, die habe ich schon wieder gekillt. Oho. Wie stark sind die denn? Los, 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 los. Und weg hier. So. Oh oh. Sie verfolgen mich. Ja, dann versuche ich es mal selbst. Wa? Hiermit. So. Und dann schön im Kreis rennen. Ja, der ist schon mal verprügelt worden. Und der da, keine Ahnung, der brennt gerade. Schmeiß ich mal ein Feuerball hinterher. Und noch ein. Verdammt, dass er noch lebt, Alter. Gut, aber hier ist jetzt soweit aufgeräumt, oder? Da ist immer noch der Troll, der macht doch die Asquins kaputt. Das ist natürlich sehr nett. Hervorragend. Das sind dann wahrscheinlich auch die letzten, ne? Könnt ihr den mal plätten? Oder kannst du die plätten? Wie auch immer. Kämpft. Warte ich den Kampf mal ab, ne? Es ist vielleicht nicht sonderlich spannend und interaktiv, aber auf jeden Fall effektiv. Da ist immer noch einer mit zwei Sternen. Sehr gut. Er hat den Asquin noch gekillt. Ich bringe ihn mal eben um. So. Der hat den umgebracht. Und ich habe dich umgebracht. Ja, mit dem Loot. Das ist alles Müll. Das brauche ich nicht. Ich will nur den anderen Loot. Hier zum Beispiel. Und jetzt bloß nicht zu weit weggehen. Sonst locke ich wieder Tausende auf mich. Hab ich gar keinen Bock drauf. Das Portal ist da ja noch, ne? Oh, da ist ein Zwei-Sterne-Viech. Der will auch zum Portal. Aha. Ja, wollte er auch. So. Ein paar Ranks. Die kümmern sich dann um den. Und tschüss. So. Oh, come on. Ach, der ist es schon wieder. Jetzt ist er endlich tot. Oh, oh, es wird dunkel. Jetzt aber schnell. Jetzt aber ganz schnell. Hinter. Den ganzen Loot aufgesammelt und dann nichts wie weg. Da ist noch einer. Ich versuche den mal zu ignorieren. Kann ich nicht, ne? Hier sind noch zu viele Feinde. Hm. Oh, der ist bald down. Energieschild, ganz schnell. So. Und ich kriege, glaube ich, mit Frost down. Alter, hat der viel Life. So, geschmolzene Kerne nehme ich hier schon mal ab. Und tschüss. So. So. Ja, mit dem Loot. Und hier muss doch irgendwo wertvoller Loot sein, oder nicht? Da! Fragment! Ja! Ja, wir haben ein Fragment. Und dann noch einen mysteriösen Ort. Ja, der ist natürlich ganz woanders. Das habe ich mir aber gedacht. Ne? Einer hier links, einer hier in der Mitte und einer hier... andersrum. Einer hier rechts, einer in der Mitte und einer links. Gehe ich schon stark von aus, aber wir haben es geschafft. Und da ist noch eine Festung, die können wir dann auch abklappern. Aber es ist dunkel, wir hauen ab. Aber ganz, ganz schnell. Und das Portal habe ich da doch gar nicht so schlecht platziert. Wow, nein! Oh, bitte jetzt nicht an Lava scheitern lassen. Okay, gut. Ja, dann hindurch, wa? Oh, halt! Ich kann ihn nicht abbauen. Sonst macht er das Portal kaputt. Komm mal her, hier. So. Und tschüss. Jetzt kann ich abbauen. Auf Wiedersehen. Wir sind auf der ganzen Reise nur ein einziges Mal gestorben. Das finde ich gar nicht so schlecht, bin ich ehrlich. Nur einmal. Das ist ja unglaublich. So, ich würde mal... Moment, ich schmeiß mal kurz hier
Gerausten weg und nehme mir meine Krone, weil ich habe festgestellt, dass doch beim Einsortieren es echt sehr dunkel ist und das nervt mich. Also sowohl in der Aufnahme nervt es, als auch nervt es mich jetzt gerade beim Einsortieren. Kleifi-Fleisch hier rein. Monsterorgane. Halt. Boah. Ja, von den Aspenblasen haben wir mittlerweile ordentlich Trophäen hier. Reptilienfleisch hier. Auch das können wir wieder nach oben bringen. 1, 2, 3, 4, 5. Verdammt. Warte. Kräuter rein. So. Und wo war es? Hier. 6. Das schmeiße ich hier ebenfalls vor. So. Sehr gut. Dann nehmen wir hier den Rest. Gut möglich, dass wir sogar alles aufsammeln können. Können wir auch. Und das Grausten ebenfalls. Und rein damit. Auch das können wir wieder hochbringen. Ist doch wohl nicht wahr. Gut. Hier ist auch eine Trophäe gewesen. Feuer haben wir ordentlich. Zack. Sogar davon jetzt mittlerweile ordentlich. Dann die Pilze hier. Hervorragend. Monsterorgane, 2 Stück. Dann noch ein wenig Reptilienfleisch. Reptilienhaut. So. Und noch ein paar Knochen. Und vor allem ein weiteres Teil hier. Es kommt doch wahrscheinlich so. So und dann da das untere, ne? Oh, das sieht voll cool aus, dass man das so hinlegen kann. Finde ich. Gut. Marmor nehme ich nochmal raus. Weil wir müssen wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mache ich gleich mal, bin ich ehrlich. Ja. Müssen wir jetzt zweimal durchs Portal gehen, wa? Ja, so oder so. Ich kann jetzt Sachen wegpacken, aber das ändert nichts. Ich gehe jetzt erstmal durch. Und schlepp das schon mal hier hin. Hier ist Grausten. Rein damit. Und nochmal zurück. Und da haben wir die ganzen Krempel schon so aufgesammelt. Ach, es ist sogar zu viel. Wahrscheinlich überladen, ne? Ah, nee, genau. Das habe ich ja gerade hingeworfen. Das können wir ja gar nicht automatisch aufsammeln. Aber es passt perfekt. Hindurch. So. Perfekt. Und ich wollte außerdem mal kurz eine Sache gucken. Und zwar 1, 2. Ach, scheiße. Es ist nur 3 Stockwerke. Nur 3 Dinger hoch. Also 6 Meter. Weil sonst hätte ich das hier theoretisch halbieren können. Aber 1,5 Meter ist zu niedrig. Finde ich. Hatte ich das zu Monsterfleisch getan? Ja, ne? Alles klar. Wie sortiere ich denn das dann? Warte, erstmal packe ich die Knochen weg. Hier. Rein damit. Alter. Ist ja wohl nicht wahr. Hier. Und alter Schwede, wie viel Stuff. Monsterfleisch. Ich mache das mal so, dass ich die hier rausnehme. Und Stapel platziere. Und dann hier die reinmache. So. Aber da das. Da das. Und hier das. Und das sind eigentlich Organe, ne? Alter, wie viele habe ich denn davon? Okay. Gut. Ja. Wir sind auf jeden Fall versorgt. Moment mal. Okay, ich dachte gerade, hier wäre der Stack nicht voll. Alles klar. Sehr gut. Dann haben wir das auch. Da würde ich sagen, für heute, das war jetzt so eine kurze Aufnahme. Ist aber gar nicht weiter wild. Weil alsbald wird weitergezockt. Und war tatsächlich ziemlich ertragreich. Wir haben jetzt den 2. mysteriösen Ort gefunden. Fehlt noch einer. Und wir haben eine weitere Festung gefunden. Da hoffe ich sehnlichst auf Blutsteine, weil die fehlen uns auch noch. Blutsteine und der letzte Mysteriose. Dann haben wir, glaube ich, alles durch, ne? Also natürlich der Boss noch. Klar. Aber ich meine von den Items. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei sein. Gerne ein Abo dalassen und ein Like und einen Kommentar. Ihr wisst es doch. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.